So, herzlich willkommen zur 24. Lektion von unserem Online-Training Neukunden gewinnen und verkaufen mit dem Internet. Dieses Mal geht es darum, Ihre Webseiten, nämlich zum Beispiel die beim letzten Mal erstellte Download-Seite, live zu schalten ins Internet. Und dazu brauchen Sie ein sogenanntes FTP-Programm sowie die Zugangsdaten zu Ihrem Webspace. Wenn Sie die nicht haben, fragen Sie Ihren Administrator, Webadministrator, Webmaster oder Ihre betreuende Webagentur. Aber aufgepasst, sobald Sie anfangen, eigene Webseiten hochzuladen, sind Sie natürlich auch verantwortlich dafür, dass die funktionieren. Also erstmal kleine Tests machen mit Webseiten, die nicht öffentlich von Ihnen rausgegeben werden. Sie wissen, die index.html-Seite ist die, die automatisch unter einer URL immer gestartet wird. Also wenn Sie hier die index.html zum Beispiel modifizieren, dann immer mein Tipp: erst eine Kopie davon, unter anderem Namen abspeichern als Sicherungskopie, zum Beispiel index-old.html. Dann können Sie, wenn Ihre Version dieser Indexseite nicht funktioniert, die immer noch wieder zurückholen und können hierbei keinen wirklichen Schiffbruch erleiden. So, wie immer viel Spaß. Schicken Sie mir Feedback, Ihre Fragen. Ich freue mich, wenn Sie die Dinge umsetzen. Leben Sie mit Begeisterung. Bis bald.